dass viele Leute glauben, dass jeden Tag einen Trainingsbooster nehmen müssen vor der Trainingseinheit, um sich einfach zu pushen. Und ganz ehrlich, Leute, Trainingsbooster gab es bis vor 10 Jahren oder sowas noch nicht. Und davor hat das Training auch geklappt. Und wenn man mal irgendwie nicht so die Motivation hat, dann kann man mal zu einem Trainingsbooster greifen. Aber ich denke mal, ein guter Espresso oder sowas mit einem guten Schuss Zucker hat eine ähnliche Wirkung wie jetzt ein Unlimited Dedicated oder wie heißt das ganze Zeug? Ich weiß auch nicht, ich kenne das auch nicht. C4, nee, Nils, nee, nein. Ich hab da auch nicht so. Wie nennt man dich hier? Der kennt sich nicht aus. Boostern. Booster Nils, ist das nicht der Spitzname? Ja, ich weiß. Kaffee reicht auch. Kommen wir zu der nächsten Frage. Sind BCAAs im Aufbau sinnvoll? Was sagt ihr dazu? Daniel. Bitte? Daniel. Ja? Sind BCAAs im Aufbau sinnvoll? Im Aufbau? Ja, im Aufbau würde ich definitiv sagen, nicht unbedingt sinnvoll, weil einfach ein gutes Protein, ein gutes Whey-Protein hat einfach einen sehr, sehr hohen Glutamin-BCAA-Anteil. Da muss man nicht unbedingt supplementieren. Was natürlich mehr und wirklich gut ist, ist natürlich eine Diätphase. Da braucht man definitiv die BCAA. Wie geht ihr mit Verletzungen um? Vielleicht kann uns Daniel gleich nochmal was dazu sagen, wie er das nach seinem Wettkampf macht, nach der Diät. Daniel, kannst du vielleicht ganz kurz sagen, wie du das... Komm. Technik mit 120. Perfekt. Aufwärmsatz. Schön. Hier haben wir den Nils. Was? Boom. Ich weiß auch nicht, was das war. Hat geknallt, ne? Ja, ne, irgendwie. Schon gedacht, hier, nicht, dass irgendwas runterfliegt, ey. Eure Meinung zu... Das ist bei mir persönlich, kann ich mich dann ja aber eigentlich nur anschließen. Ist ja Sportwissenschaftler. Von mit Mann und desto mehr... schneller steigt man halt im Level. Da stellt euch echt vor wie World of Warcraft, Alter. Umso mehr Mobs ihr zerhackt, ey, desto mehr Erfahrung bekommt ihr und desto höher steigt ihr im Level. Und ja, einfach dranbleiben, ganz im Ernst. Also, weise von Worte. Kommt nicht. Ganz im Ernst, Leute. Weise Worte. So, nächste Frage. Der im Training gerade vorankommt irgendwie. Mal gucken, was er daraus macht jetzt. Welchen Booster empfehlt ihr für Anfänger? Am besten keinen erstmal. Für Anfänger, genau. Für Anfänger keinen. Sehr sauber. Wenn Dani seinen Satz gemacht hat, mache ich meinen. Jo. Slow and steady. Komm! Ich auch. Also der Mann hat meinen höchsten Respekt, ey. Das so sauber zu drücken. Wie viele Aufwärmsätze macht ihr so? Jeder. Zwei in der Regel. Also 2 Aufwärmsätze. Kommt bei mir relativ gut, aber jeder macht das ja auch, wie gesagt, eigen. Ich habe da auch mein eigenes Prinzip, aber es ist sehr, sehr klassisch. Warum nicht? Mit den klassischen Prinzipien fahre ich ganz gut. Ja. Wie viele Wiederholungen sollte man in der Massephase? Massephase, ja, das ist halt... Komm, Digga. Hau weg! 4, dann gehen 3, 4. Machst halt so ein bisschen bei den Beinen. Vielleicht ein bisschen. 140 Kilo auf der Bank. Raushitten. Ja. 1, 2, 3! Easy! Locker, komm! Los! Komm! Boah!
empfehlt ihr schon, Anfängern Squats zu machen und allgemein die Grundübung für Anfänger? Ist es gut oder eher nicht so gut? Ich sag mal so, also wenn jemand draufschaut, der die Technik überprüfen kann, ist es auf jeden Fall gut. Frage, Leute. Sehr saubere Technik. Volle ROM. Leute, ihr müsst mir was erzählen. Ja, also ich erhöhe es nochmal. Ich bin immer noch bei meiner ersten Übung. Das war halt Schulterdrücken. Jo. Und ich bin halt bei meiner ersten Übung, bin jetzt knapp bei 160. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen mit Bandagierung halt arbeiten. Und ansonsten dementsprechende Sehnenverkalkung. Die können bis heute nicht den Arm hundertprozentig bewegen. Wirklich aufpassen. Wenn einfach eine Vorschädigung da ist, ist es immer, immer schwierig, diese Vorschädigung wegzukriegen. Deswegen gebt euch einfach Time, locker auskurieren. Ansonsten auskurieren. Definitiv. Also da würde ich nicht spaßen. Rafa, was hältst du davon, wenn man noch 14 Jahre ist und schon mit Bodybuilding anfängt? Hindert es am Wachstum oder hat es keine Wirkung? Also grundsätzlich, wenn man 14 Jahre alt ist, sollte man nicht das Ziel haben, Bodybuilder zu sein. Man kann Krafttraining machen. Definitiv. Zum Beispiel wird in den skandinavischen Ländern, also Finnland, Norwegen, Schweden, da gehört Krafttraining zum Schulprogramm dazu. Die Kiddies, die machen da Kreuzheben, Kniebeuge und sowas, gehört da wirklich zum Sportunterricht dazu. Dementsprechend ist Krafttraining in jungen Jahren kein Problem, wenn man es denn richtig macht. Das Problem ist halt oft, dass viele Leute anfangen und keine Ahnung haben von der Technik oder falsch informiert sind, und dann kann es halt wirklich zu Verletzungen kommen, und das ist halt das große Risiko. Wenn man es aber anständig macht und sich nicht überschätzt, dann braucht man halt auch keine Angst zu haben vor Verletzungen und schon gar nicht, dass es das Wachstum auf irgendeine Art und Weise stört. Warm anfeuern. Komm. Gut, Busch, komm. Easy, komm. Komm weiter. Weiter. Komm. Komm, 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 komm. Komm, Busch. Und Busch, komm. Easy, komm. Komm. Und komm. Jawohl. Was sagt ihr zu der Atmung während des Trainings? Man sieht bei mir, ich mache eine ganz, ganz typische Pressatmung. Das ist einfach beim schweren Satz wichtig. Auch wenn es nicht gesund ist, kann man sich jetzt darüber streiten. Beim lockeren oder beim Aufsumsatz natürlich extrem auf die Atmung achten, entsprechend. Dann macht es schon Sinn, zwei Tage zu pausieren oder auch mal eine Woche. Also ich pausiere in einem Jahr, vielleicht mache ich mal eine Woche Pause, richtig alles zu regenerieren, entspannen, in den Urlaub fahren. Und dann geht es weiter. Also kann schon Sinn machen, fertig, komplette Regeneration, halt. Einmal durchatmen. Stand ich nicht im Weg? Nee, ist alles gut. So. Rafa, vielleicht sagst du nochmal, was ist bei dir so die Schwachstelle? Baden. So. Konzentriere dich, komm. Auf geht's, komm. Komm. Auf geht's, komm. Komm. Los, eins. Zwei. Drei. Welche Muskelgruppen sollte man zusammen trainieren? Push. Jawohl. Easy. Komm. Push. Komm, da geht noch was. Komm, ist doch nichts, komm! Komm, einer. Komm! Push! Einer fragt, wie viel Gewicht ist das? 180 Bankdrücken. Ganz easy gedrückt, wie man gesehen hat. Und da sehen wir schon den nächsten Satz von Oscar. Komm! Ordentlich. Welche Muskelgruppen sollte man zusammen trainieren? Komm, komm, komm.
Jawohl. Nils, welche Muskelgruppen sollte man zusammen trainieren? Das ist schwierig. Ich persönlich habe ja sehr hoch aufgesplittet, indem ich einen Vierer- oder manchmal auch einen Fünfer-Split habe. Deswegen, ich bin eher so der Fan davon, wirklich jeden Muskel möglichst isoliert zu trainieren. Oskar trainiert zum Beispiel nach einem Push-Pull-Beine. Wir haben da letztens ein gutes Video darüber gedreht, dass das jeder wirklich für sich selbst entscheiden muss. Daniel, hier wird gefragt, warum du nicht zum Powerlifting oder KDK also wechselst. Strongman. Wäre der perfekte Strongman, ohne Scheiß, Alter. Das heißt, DSF-LKW ziehen, ohne Scheiß. Das Problem ist einfach, ich bin zwar in manchen Übungen stark, aber in allen drei Übungen. Kniebeuge, Kreuzheben. Kreuzheben ist meine 90 Kilo. 190. Nicht so viel. Zwei. Nein! Komm. Ich bin dran. Komm. Komm. Push! Alleine, 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 alles alleine. Sauber. Sehr schön, sehr schön. Oh. So. Naja, sauber war das nicht. Daniel, was machst du dir eigentlich um die Arme? Das ist wie ein Exzenterprinzip. Das bietet natürlich nochmal, also das habe ich nicht alleine gedrückt, ja. Vielleicht, das ist vielleicht nochmal für einen Maximalkraftsatz, wenn man nicht unbedingt einen Sportler dabei hat. Das ist zum Ablagetraining, ist halt so, wenn man halt ein Kraftband mitspannt, dadurch hat man eine höhere Brustspannung, kann natürlich auch locker 20 Kilo mehr, also 190 hier, vielleicht 20 Kilo weniger würde ich allein kriegen. Das reicht mir auf jeden Fall heute aus. Ich werde einfach nervig ist, aber es kann sinnvoll sein, ja. Also kannst schon vielleicht eine, zwei Wiederholungen am Ende des Satzes nochmal rausholen. Jetzt kommen hier noch die Ketten dazu. Wozu, was bringt das? Also die Ketten ist halt wie so ein Exzenterprinzip. Das heißt, je mehr Ketten, die da oben sind, desto mehr Kraft muss ich halt aufwenden, weil das Gewicht natürlich schwerer wird. Und ich wende das sehr, sehr gerne an in den Pump setzen. Ja, das heißt, ich habe im obersten Druckpunkt, also wenn die positive Kraft maximal ist, habe ich natürlich auch das allergrößte Gewicht zu bewegen. Ich habe natürlich unten weniger Gewicht, als ich oben nach viel halt nach oben drücken muss. Da kann man natürlich nochmal einen unterschiedlichen Reiz setzen. Für mich bringt es extrem viel. Und das Studio bietet einfach die Möglichkeit, solche Dinge auch mal wirklich zu nutzen. Irgendwie anzulegen. Ich finde, Daniel ist das beste Beispiel. Daniel ist in der Off-Season extrem sauber. Und das hat auch seinen Grund. Daniel macht das nicht einfach, weil es ihm so viel Spaß macht. Macht es wahrscheinlich auch. Aber einfach, weil er dann nicht den Stress in der Diät hat. Definitiv. Ich denke mal, man hat in der Diät schon so viel Stress. Also zumindest der Stressfaktor ist so gigantisch hoch. Genau, ja. Dass ich mir nicht noch extra Stress machen muss. Also Natural Bodybuilder hat immer den großen Vorteil, dass er noch mehr auf seine Diät achten muss. Genau, ja. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich fühle mich auch einfach besser, wenn ich clean esse, ob jetzt im Aufbau oder in der Diät. Ja. Man fühlt sich besser, man fühlt sich vitaler, würde ich sogar sagen. Ja. Booster-Experte, ein Booster ohne Koffein, ein guter Narkotika-Pump. Immer wieder tracken? Ja. Nicht immer. Die A-Seite auch, wie du, sieht mal ein paar Tage, wo ich nicht tracke, aber in der Regel schon, weil da kannst du halt dein Gewicht kontrollieren, ob du zunehmen oder abnehmen willst. Ja, ich tracke eigentlich sehr gerne, auch im Aufbau, einfach um die Kontrolle zu haben, dass wenn ich weiß, ich habe jetzt 3400 Kalorien, mein Gewicht steigt, dass ich das entweder erhöhe, weil ich noch fetter werden möchte, oder ich mache halt weniger, weil ich nicht so schnell zunehmen möchte. Ich habe gerne die Kontrolle so ein bisschen darüber, deswegen bin ich eher der Fan davon, wirklich alles zu tracken. Aber natürlich gibt es bei mir auch Ausnahmen. Früher konnte ich gar nichts, Vollkorn essen, also alles gejuckt im Gesicht. Deswegen muss ich persönlich da immer sehr aufpassen. Und das Gute ist ja, dein Reis ist halt auch glutenfrei, also weißer Reis, ne? Ja. Und Quinoa, auch probier mal Quinoa. Hab ich auch also ich finde den Effekt einfach so total geil. Wenn ich mal Reis und Quinoa vergleiche, ich kann von Quinoa verdammt viel essen und ich bin nicht voll. Ja. Ja, du kannst enorme Mengen davon essen und ich fühle mich weder voll noch irgendwas. Deswegen, Quinoa war... Quinoa ist halt geil, du hast halt das komplette Aminosäureprofil drin, ne? Du hast halt ziemlich gute Proteinwerte und halt auch Kohlenhydratwerte drin, also ja. Von den Makronährstoffen ist das echt prima. Ist ein bisschen teurer, oder? Ja, ist teurer, aber... Einziger Nachteil, oder? Aber wie gesagt... Frontthemen. Bei den Jungs da hinten,
Was macht ihr? French Press? Wir bauen gerade die Stange ein bisschen zusammen. Sehr gut. Macht ihr Cardio während eurer Massephase? Generelles Cardio? Ja. Also eigentlich nicht. Jetzt kann man sagen, ist ein bisschen blöd, ja, aber ich trainiere ja auch, ich sag mal nicht wenig. Deswegen habe ich kardiovaskulär natürlich auch ein bisschen zu tun. Und bei mir ist einfach so, Cardio habe ich einfach keine, nicht unbedingt die Zeit dafür. Ja. Es ist natürlich förderlich, wenn man das ein bis zweimal die Woche noch mit einbaut. So, gucken wir, wie die beiden da. Drei. French Press. Crusher, Schädelzertrümmerer. Oder Nosebreaker. Nosebreaker, was du dir auch immer brechen willst, komm mal schnell. Jetzt, der Kopf! Mach die andere Variante. Ja! Geile Scheiße. Du bist einer. Ich fange sehr, sehr gerne klassisch an. Guck mal, ich habe jetzt 6 Sätze gemacht. Also wirklich, ich bin einer davon. Ich glaube, ich trainiere extrem viele Sätze, sehr volumenlastig. Damit fahre ich halt extrem gut. Machst du hier? Ja. Auch so. Aber können wir uns gerne abwechseln? Nee, nee. Ja, eigentlich schon, aber ist alles gut. Mach du erst und dann. Du bist hier? Oder? Nee, du kannst ran. Okay. Ich kann die Bank ja. Mach ich flach. Oskar, was hältst du. Was wiederum schlecht für den Muskelaufbau ist? Also ist in einer gewissen Art und Weise Gemüse und Obst tatsächlich wichtig für den Muskelaufbau. Oder es gibt ganz gute Mikronährstoffdrinks. Also wie viel Buchstaben? Gute Übung für die obere Brust. Bitte? Gute Übung für die obere Brust. Also ich muss noch mal eins klarstellen. Bitte laut oder komm zur Kamera. Wenn ihr obere Brust trainiert, dann frage ich mich immer wieder, wie wollt ihr explizit die obere Brust trainieren, wenn ihr Pectoralis doch der große Brustmuskel ist, ihr könnt den Teres Minor, Teres Major, den Pectoralis ist der große Brustmuskel. Ihr könnt nicht explizit nur den oberen Anteil trainieren. Wenn ihr einen Muskel bewegt, bewegt ihr ihn voll. Ja? Es ist das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Ja? Es gibt nicht, man kann nicht nur eine Muskelfaser. Es funktioniert nicht. Ja, man kann den Schulteranteil mehr trainieren, man kann den Trizepsanteil mehr trainieren. Brust ist Brust. Okay? Dürfen wir dich auch filmen? Nein, okay. Das sind so Aussagen, das High-Fat nicht so, wieso auch immer. Wahrscheinlich, weil es bei mir nicht so gut funktioniert. Wenn jemand da die Erfolge verzeichnen kann, warum nicht, ne? Die nächste Frage ist, was soll man machen, wenn man den Muskel nicht spürt? Technik überprüfen. Ich finde, es gibt immer so ein paar ganz gute Anhaltspunkte, die man nutzen kann. Beispielsweise beim Schultertraining geht der Zug über die Ellenbogen, beim Seitheben. Beim Rückentraining, der Zug über die Ellenbogen wirklich, versucht euch wirklich mal darauf zu fixieren, die Ellenbogen bewusst nach hinten zu führen, beim Rückentraining beispielsweise. Und manchmal braucht es aber auch einfach Zeit, wenn ich jetzt eine neue Übung mache, die nicht sofort spüre, brauche ich manchmal 2-3 Mal diese Übung machen. Genau. Das klappt. Wenn man Anfänger ist, sollte man erst lernen, Verbindung von Gehirn zu Muskel, da kann zum Beispiel Posing helfen. Als Anfänger wusste ich, also ich konnte nicht mit der Brust wackeln, vielleicht kennt ihr das. Jetzt habe ich das halt gelernt, mich richtig auf die Brust zu fokussieren. Und jetzt kann ich zum Beispiel mit dem Titten so wackeln, ihr kennt das. Vor allem wichtig für den Strand, mit den Brust ein bisschen. Ja, also einfach die Verbindung von Gehirn zu Muskel lernen, bei jeder Wiederholung dran denken, mit welchen Muskeln ihr eigentlich trainiert. Langsamer. Hopp! Sag ich einfach mal. Locker! Hopp! Oh, ich mach gar nichts. Weiter! Da wir reichen die normalen Hatte nicht, deswegen wird da ein bisschen was. Wie Kilo sind das? 50? 50? Das ist mehr als 50. 10, 20, 30, 40, 50. Ein bisschen mehr als 50. Auf der Stange sind 50 und die Stange ist ungefähr 2, genau, 3 ja. Kilo. 52. Sauber, sehr schön. Sehr schöne Motivation vom Oskar. Natürlich, so muss das auch sein. Gutes Training. Ohne Schweißtropfen auf dem Gym geht, hat er falsch gemacht.
Wer nach dem Training noch an der Bar sitzen kann. Ganz cooles Zitat von einem Bodybuilder. Wer nach einem Beintraining, war das Zitat, an der Bar sitzen kann, seinen Shake trinken kann, hat irgendwas falsch gemacht. Ist es sinnvoll, jede Woche bei Bankdrücken zwischen Schräg... Raphael, kannst du... Nee, allgemein. Raphael steht ja hier. Ich bin Verfechter von Volumentraining. Volumentraining? Ja, ich auch. Volumentraining? Also mein Brust war die Frage. Ja. Ja, da es speziell jetzt meine Schwachstelle ist, bin ich... Brust ist deine Schwachstelle? Natürlich. Der will mich verarschen. Guck dir mal die Titten an, ey. Ich zoome mal rein. Deswegen auch Volumen. Ja, um sie mehr hervorzuheben, anzupassen. Halt. Symmetrie ist das, was bei mir zählt. Masse ist Macht. Hier, Frage an Oscar. So. Jetzt mache ich mal das, weil ich bin sowieso ein Fan davon, sich nicht auf eine Seite zu konzentrieren, sondern von jedem etwas. Also ich mache jetzt so mal, sage ich mal, eine gesunde Mischung. Ich merke, ich habe zu viel Milch schon gesoffen, dann trinke ich den Rest mit Sojamilch zum Beispiel. Ist zu viel Obst schädlich? Der Sportwissenschaftler sollte antworten. Zu viel von allem kann es nicht schaden. Selbst zu viel Wasser ist irgendwie schädlich. Zu viele sind Leute schon vom Wasser gestorben. Ja, sind ertrunken. Viele sind auch... Intermittent Fasten, ich sag das immer Intermittent Fasten, sorry. Kein Ding. Das ist eine sehr, sehr gute Sache, weil das kommt, das rührt daher, dass der Mensch, wo er noch in Höhlen gelebt hat, ja auch nicht immer was zu essen hatte. Ne? Und wir sind ja alle Höhlenmenschen. Wir sind immer noch alle Höhlenmenschen, ohne Scheiß. Nein, der Mensch hat früher was gefangen, gejagt, erlegt, was auch immer und hat davon sich dann halt eine gewisse Zeit lang ernährt. Bis er dann wieder etwas hatte, hat er halt gehungert. Und das steckt halt noch so ein bisschen in uns drin. Deswegen bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan dieser ganzen Paleo-Geschichte. Natürlich ist das auch eine Glaubensfrage. Ne? Daniel guckt schon so ein bisschen komisch da. Ne? Aber ich finde halt, wir sind immer noch Urmenschen so ein bisschen und das steckt halt in uns drin. Also ich möchte dir definitiv nicht widersprechen, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es funktioniert oder ich finde es halt, super. Also ich habe mich auch, oder im Endeffekt ernähren wir uns doch so ein bisschen auch danach. Und der eine oder andere weiß gar nicht, dass wir jetzt nach Paleo oder... Ich finde es einfach super, wenn jeder für sich herausgefunden hat, was ihm einfach so gut tut. Ja. Dann haben wir doch, ne? Wie gesagt, also man muss einfach rausfinden, was für einen das Beste ist. Für den einen ist vegan gut, für den anderen vegetarisch, der andere kann alles. Ich nehme das nochmal auf. Was? Ich nehme das nochmal auf, nochmal sagen. Okay. Nochmal? Ja. Ich hasse Veganer. Also, nein, das ist falsch ausgedrückt. Wenn man vegan lebt, ist es ehrlich gesagt toll. Aber ich kenne keinen erfolgreichen Veganer, keinen erfolgreichen Vegetarier. Sorry, das ist eine Vermarktungsstrategie heutzutage. Mir bietet Fleisch extrem viel, auch wenn ich dagegen bin, dass Tiere immer wieder getötet werden, übermäßig Fleisch produziert wird. Sorry Jungs, ey, das ist, klar ist das irgendwo scheiße. Dann esse ich halt pro Woche mal ein bisschen, ehrlich gesagt ein bisschen weniger. Aber es heißt doch nicht, dass ich mich vegan ernähren muss, nur weil ich total dagegen bin. Ja, ich kann auch so viel für die, wirklich so viel für die ganze Welt tun, dass ich genau zeige, ich bin dagegen. Aber das heißt doch nicht, dass ich mein komplettes Leben umstellen muss, nur weil mir Fleisch so viele Vorteile einfach bietet. Das muss jeder für sich halt irgendwie betrachten. Ne? Frag mal David. Ja, das ist das, wenn er sich da nicht ein paar Feinde macht, ich weiß ja nicht. Ne? Ja, also ich bin der Meinung, jeder muss, wie ich schon gesagt habe, jeder muss für sich selber rausfinden. Vegan an sich eine gute Sache. Ich finde halt, das ist, geht ein bisschen ins Geld. Ne? Vegan leben ist teuer. Und jeder muss für sich, muss für sich rausfinden, ob es funktioniert. Da gibt es die verschiedensten Studien zu. Ich kenne auch wirklich sehr, sehr viele Veganer in den Kanal. Also für alle Veganer da draußen kann ich den YouTube-Kanal Rohe Energie empfehlen. Die machen ziemlich coole Aufklärungsvideos zum Thema vegan leben. Schaut da einfach mal vorbei. Der sich da in diesem Thema interessiert, schaut da mal vorbei bei den beiden, beim Lars und seiner Frau. Und Kann man nur mit Maschinen genauso gut muss.
Wer von euch will später mal auf die Bühne? Daniel, möchtest du vielleicht mal irgendwann zu deinen Ambitionen? Also ich weiß nicht, also ich glaube, das ist nicht so mein Fall. Nee, ne? Vielleicht sollte ich... Mans Physik? Wenn überhaupt. Warte. Yeah! Daniel, der Mans Physiker. Ey, das hat er drauf, ganz ehrlich. Nicht schlecht. Ja, ah, der hat alle was Punkte. Egal, egal, was der macht, das sieht gut aus. No homo. No homo. Volumen oder Frequenz? Sowohl als auch. Optimal. Welchen Reis bevorzugt ihr denn? Langkorn. Also zum Kraftwerk nach Göttingen, saugeiles Studio. Eine Pose von ihm wäre cool. Uwe ist die Maschine überhaupt. Also er versteht das und dafür, ne? Vielen, vielen Dank. Was haltet ihr von Bio? Aber wenn ihr denkt, ja, ist mir egal, ich kann damit leben, ist eh Winter, könnt ihr auch gerne ein paar Muskeln aufbauen, ja, und dann erst definieren. Dann könntest du das sein. Definitiv, ich würde sagen, wenn ich die Ambition habe, ripped zu leben, dann entsprechend erst eine Diät machen. Man kann natürlich auch ein Kaloriendefizit steigern, aber ich halte mich davon fern, wenn ich behaupte, man kann im Kaloriendefizit aufbauen. Es ist definitiv unmöglich, im massiven Kaloriendefizit überhaupt aufzubauen. Es wird über Definition gehen. Man kann Muskeln freilegen, aber das heißt noch lange nicht. Was? Ich filme gerade Nils, aber. Achso. Okay, egal. Aber man kann natürlich auch temporär gesehen dadurch natürlich höhere Kraftwerte erreichen. Man kann natürlich auch temporär. Ja! Ja! Was ein geiler Ring. Oh! Fick dich, Mann. Komm! Du hast keinen! Alleine! Oh. Oh. Boah, ey, ich bin so fertig. Daniel, weißt du, wann es die G-Tech-Shirts wieder gibt? Sind die momentan ausverkauft? Also, ich wusste gar nicht, dass die momentan ausverkauft sind. Die gibt es. Lauter, man hört dich eh nicht. Die gibt es natürlich noch. Ich würde einfach mal. Der trainiert, weiß nicht, zigtausend Jahre schon im Leben. Und so kann man wirklich aussehen. Geil, Leute, im Alter. Krasse Scheiße, Mann. Krass, wirklich gut. Ja, ich habe jetzt vielleicht noch ein oder zwei Sätze. Ja? Ja. Sehr gut. Wo haben wir das? Braucht man nach jedem Training einen Muskelkater? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Muskelkater ist ein Zeichen von, jetzt einfach mal ausgedrückt, zu viel. Ja? Man muss doch keinen Muskelkater jedes Mal nach einem Training haben. Und da können wir wirklich mal Leute fragen, die über Jahre trainieren. Also so viele Jahre trainieren, die werden mir im Endeffekt genau recht geben, dass im Endeffekt Muskelkater einfach zu viel war. Ja, vielleicht hat man Muskelkater am Anfang wieder, wenn man eine gewisse Pause hat, dann ist es natürlich für den Muskel wieder schwierig, sich überhaupt wieder an das gewöhnliche Trainingsgewicht zu machen. Ansonsten würde ich nicht unbedingt einen Muskelkater haben wollen. Kreativ, kurz- oder dauerhafte Einnahme? Ich würde, wenn überhaupt, die kurzzeitige Einnahme empfehlen. Ich halte von Kreativ nicht unbedingt was. Euch
Live-Training zeigen. Wir wollen für euch Fragen beantworten. Und wenn das doch genau der Grund ist, super toll, freut uns auf jeden Fall. Deswegen kommentiert, wen wollt ihr zukünftig mal hier vor der Kamera sehen? Ja. Ja. Genau, und jetzt nochmal wirklich, du hast eben angesprochen mit der Qualität, wenn die Qualität noch nicht perfekt ist, überlegt mal Leute, das ist das zweite Mal, dass es sowas überhaupt gibt. Ihr glaubt nicht, wie viel Technik hier gerade hintersteckt, um sowas umzusetzen. Und wir arbeiten immer daran, wir investieren da rein und wir versuchen es immer weiter zu verbessern, um es wirklich zu perfektionieren. Wie gesagt, es ist einfach ein bisschen schade, wir haben es vorhin echt gesagt ausprobiert, ich habe es zu Hause ausprobiert. Dort habe ich es geschafft mit 720 Pixel zu streamen. Hier komischerweise funktioniert es nicht. Entweder schränkt YouTube das, ehrlich gesagt, ein. Oder es ist überlastet. Die Kamera funktioniert. Die Kamera ist super. Das hat damit definitiv nichts zu tun. Überlastung auch. Wahrscheinlich überlastet. Das ist einfach so, ja. Na gut. Wie groß seid ihr? Einmal ganz kurz. 1,76 Meter? 1,96 Meter. Ja. Ich auch. Sieht größer aus. Ach Quatsch, das ist nur hier wegen. Ich finde, Raphael sieht größer aus. Was? Ich weiß nicht warum. Also, Passiver, nein, nicht oder? Jetzt. Nein, nicht jetzt. Ich denke mir mal, ist ein bisschen größer. Nee, also ich bin 1,76 Meter. In den Videos wirkt der immer größer. Echt? Nein, Quatsch. Ernsthaft, ich bin 1,76. Scheiße, ich bin so groß wie du. Ich bin eigentlich 1,96. Das macht die Kamera, macht mich ein bisschen kleiner. Nein, ich würde sagen, ich bin vielleicht. An einem guten Tag 1,73, wenn es gut läuft. Krass, echt? Ja. Okay. Was soll das denn jetzt? Oh, krass, echt? Krass. Ich dachte, ich bin 1,78, aber ich sehe auch nicht. Nein, also doch, oder? Doch. Also du bist schon ein bisschen größer. Nö. Ja, ja. Stellt euch mal an. Interessant, das ja sehen. Was wiegt ihr alle? Oh. Ich wiege momentan 80 Kilo, wie gesagt, auf 1,78. Ich wiege 73 auf 1,73, 72. Ich wiege 120. Ich wiege temporär 94. Alter, was? Ja, okay. Tür! Ja. Ich wiege aktuell 77 Kilo. Hier stehen wir mit 77 Kilo. Ja, also bin ich hier wirklich das Leichtgewicht. Es, gibt ja, es wird ja noch ein Posing von euch geben, oder? Ja. Es wurde ja gewünscht. Nein, also später nach dem Training. Ein bisschen wieder kalt geworden. Ich mach, ja, jetzt mal vielleicht wieder zum Training. Ist ja ein Live-Training. Ich mache jetzt weiter mit Bizeps Curls auf der Schrägbank, leicht im Liegen. Ich will auch keine Werbung machen. Link in der Beschreibung. Nein, Spaß. Ich benutze Fat Secret. Ich habe die mir einmal runtergeladen. War ganz einfach und deswegen benutze ich sie. Fat Secret Ernährungstagebuch. Ich sehe auch keinen Grund zu wechseln zu MyFitnessPal oder so, weil ich damit ganz gut klar bin. Ich benutze FDDB. Das heißt jetzt FFU-DDB. Und die Internetseite ist auch so FDDB.info oder sowas. Leute, ich esse, was drauf ich Bock habe, Alter. Wenn ich am Tag zwei Pizzen fressen will, dann fresse ich am Tag zwei Pizzen. Ich beispielsweise finde mittlerweile... Ja, also das große Problem ist, viele machen eine zu große Wissenschaft draus. Ja, machen daraus eine Wissenschaft. Kann man natürlich machen. Vielleicht braucht das auch der ein oder andere, um sich disziplinär, um Disziplin aufrechtzuerhalten, aber... Ja, also finde ich sehr interessant. Ich brauch's nicht, also ganz ehrlich. Ja. Ich will nicht auf die Bühne, ich mach's für meine Gesundheit und gut, drei Pizzen essen am Tag, ist so gesund, das sollte auch nur ein Beispiel sein. Dieses Zitat, wenn ich Bock habe, drei Pizzen zu essen, ich mach's für meine Gesundheit. Sehr geil. Nee, ich finde das aber erstaunlich. Gut, Alter, Respekt. Ich track es gerne, ich habe gerne diese Kontrolle, aber jeder, wie er es gerne mag. Und wir beide machen Fortschritte. Nee, nicht? Du mit Sicherheit, ich nicht. Sehr gut. Alles klar. Interessante Frage auf jeden Fall. Was sind eure sportlichen Ziele? Was wollt ihr überhaupt erreichen? Spart euch das fürs Ende aus. Ne? Nein. Wirklich. Top. Also, top. Leute, nur mal kurz eine Frage. Es war ja Ziel, eigentlich ein ordentliches, gewöhnliches Training zu machen. Trainiert ihr noch ein bisschen durch und dann sind wir eigentlich auch schon so gut wie fertig. Also nochmal bitte in die Kommentare, falls ihr gleich abschließend Posing haben möchtet. Freut es uns. Oskar, hast du schon gesagt, wie groß du bist? Ja. Nein, ich habe momentan keine Bühnenambitionen. Vielleicht in Zukunft, aber momentan nicht. Schade. Schade.
Fragen, Leute. Speziell Nils, die Frage geht jetzt speziell an dich. Was hältst du vom Pitforce? Der Vorteil ist an dem besagten Hammerstrange-Geräten. Dort kann man fast jede Übung mit Pitforce abwandeln. Ja, deswegen, wenn dem oder anderen das auf jeden Fall was so bringt, ist es auf jeden Fall klasse. Mir bringt es extrem viel. Immer dieser Oscar, der hier das Studio zusammenschreit. Daniel, vielleicht du nochmal was. So ein bisschen zu agieren, mich dahingehend ein bisschen zu verbessern. Ich denke mal, natural kann man vielleicht noch ein bisschen was erreichen, aber ich bin schon so momentan vielleicht so an der Grenze dran, dass es ein bisschen schwierig wird. Ich probiere mich natürlich da zu verbessern und wenn ich international noch irgendwie mitdrehen kann, ist es auf jeden Fall klasse. Also es wird eine sehr, sehr coole Saison. 2015. Dadurch, dass ich jetzt hier trainiere, habe ich auch ganz andere Möglichkeiten und ich freue mich einfach mit einem sehr, sehr guten, sympathischen Team Ziele zu realisieren. Wann ist denn dein nächster Wettkampf? Bitte? Dein nächster Wettkampf, bzw. die Vorbereitung? Entweder wird das die GmbB sein, der Profi-Verband von der GmbF. Ich werde starten WNBF im Sommer und ich werde vielleicht starten im Herbst DFAC WM. Also Respekt. Ich habe mir einiges vorgenommen. Ich auch. Direkt Pro, ne? Oh ja, ich dachte, ich überspringe gleich den gesamten Amateurbereich. Nein, Spaß. Ich bin fertig, ich gehe einmal mit dem gekommen. Und der ist bestimmt mitbekommen. Wann kauft ihr euch den ersten Ferrari? Morgen! Geil! Und Nils, du? Ja, muss halt immer ein bisschen, worüber man sein Selbstvertrauen generiert. Aber hey, kauft mir erst einen gebrauchten Porsche. Ja, und dann natürlich der Ferrari. Ne? Also, ich denke mal, das ist total wichtig. Ja, auf jeden Fall. Als Fitness-YouTuber schon. Und ich trainiere auch immer mit so einer geilen Uhr. Also ich muss schon zeigen, was ich für Geld habe, damit ich erfolgreich werde. Natürlich. Wollt ihr irgendwann mal euer eigenes Fitnessstudio öffnen? Sehr empfehlenswert. Ja, schaust auf jeden Fall nochmal vorbei, oder? Bis herzlich noch mal vorbei. Eingeladen. Ja, klar. Ist jetzt mein zweites Training hier, echt. Ich bin begeistert von den Geräten, von der Atmosphäre, von den Leuten. Wie gesagt, ihr habt auch hier die Möglichkeit, kostenlos erstmal ein lockeres Probetraining zu machen. Eine Woche Probetraining könnt ihr machen, kein Problem. Super geiles Studio, kommt auf jeden Fall vorbei. Kraftwerk. Wir sind auch da. Können wir mal gerne mit euch trainieren. Freuen uns auf jeden Fall. Checkt auch die anderen Kanäle aus. Und jetzt kommt das Posi, richtig? Oh, aber hier am besten. Kann man mal machen, ne? Okay, alles klar. Würde hier? Ja, Licht ist hier, okay, hier, genau, weil hier ist am besten so genug Platz. Ich würde sagen, Dani macht am Schluss, damit... Habt ihr irgendwo Dehnungsstreifen? Ja. Also ich habe Dehnungsstreifen da, wo die Dehnungsstreifen immer auffallen. Hier, also hier oben. Sieht man das ein bisschen? Moment, ich zoome mal rein. Hier so? Ja, sieht man. Also. Schade. Ja. Da sind natürlich ein bisschen so Dehnungsstreifen. Zu viele Gains. Ja, es passiert. Hab ich wenn auch. Das Bindegewebe schneller wächst als der Muskel, passiert das einfach. Kann man was dagegen machen oder nicht? Also man kann Zinksalbe verwenden, aber Zinksalbe macht das Ganze nur ein bisschen flächiger. Wenn einmal Dehnungsstreifen da sind, ist es einfach schwierig, sie wieder so wegzukriegen. Und Rafa, du? Hast du Dehnungsstreifen oder Probleme damit? Also ja, auch hier. Ja, also auch hier. Das sind halt die ganz typischen Stellen. Also welcher Bodybuilder das vielleicht nicht hat, passiert einfach. Ja, durch schweres Training, wenn das Bindegewebe nicht so schnell wächst. Das ist kein Anzeichen, also wer uns unterstellen möchte, ne, das ist kein Anzeichen. Ehrlich gesagt, nimm Daniel ein bisschen dünn. Du stehst im Weg. Scheiße. Ey, so ein Posing kann ich nicht machen. Da sind die beiden Profis, vor allem Daniel. Danke. Vor allem Nils. Der hat halt die Erfahrung, aber Nils ist auch schon echt guter Posing. Komm auch. Ich soll auch posen. Oh, klar. Mann. Alle zusammen. Das kann ich doch ganz gar nicht. Ganz ehrlich, da kommt doch keiner gegen. Also, ich muss sagen, Dani hat eine gute Bräune. Ja? Ja. Ich empfehle da immer so ein bisschen Selbstbräuner. Sieht im man. Winter. Ne, jetzt mal ernsthaft. Boah, Alter, Nils.
Das sind aber zwei Pakete plötzlich geworden, ne? Plötzlich. Pakete. Pags. Also ich habe das Natural Bodybuilding Hosen. Also ich guck mir das mal an hier einfach. Warum ist einmal vielleicht eher wenn es wie so ist. Ist natürlich schlecht, ne, wenn das in einer schlechten Qualität ist. Ich film das schon ab. Das finde ich genial. Das ist kein Tattoo. Das ist sein Markenzeichen. Nee, es steht mal 19 Jahre abonniert. Also, das ist sein. Das ist einfach genial. Das Schlieper-Dreieck. Oh, oh. Jetzt, oh. Jetzt sieht man nichts mehr. Jetzt ist alles vorbei. Ich bin schon schwarz. Rafa, wie sieht's mit dir aus? Was kann man noch? Ich muss ja sagen, ich bin ja nicht so der Poser, ne? Also ich auch. Ich fühle mich bei sowas immer sehr, sehr unwohl, muss ich ehrlich sagen. Nein, das ist ja auch klar. Also ja. Man muss nicht immer zeigen, was man kann, ne? Das ist halt so. Du hast andere Qualitäten, das kann man auf deinem Channel auf jeden Fall sehen. Und es war auch nur ein Posing für euch, weil ihr euch das auf jeden Fall gewünscht habt. Stellt euch an dieser Stelle ein kleines Weathers-Logo rechts unten. Ja, natürlich. Das ist die ganze Sache. Gut. Ich würde sagen, das war ein kleines Posing. Ja. Also, mit live dabei war Nils Schlieper, 19 Jahre, checkt seine Kanäle aus. Die sind eigentlich auch unten alle in der Videobeschreibung verlinkt. Freut uns. Wenn ihr sowas natürlich mitverfolgt, also entsprechend die Kanäle abonnieren. Wir hatten mit zu Gast Fitness Oscar, entsprechend auch den Kanal, also den Kanal bitte checken. Sehr, sehr cool, er gibt auch sehr viele Tipps. Für, ich sag mal, Jüngere. Genau, ne, du hast. Ich habe viele junge Zuschauer. Genau, und das finde ich auch immer wieder klasse. Und dann, zu guter Letzt, in Fitness TV, Raphael, vielen, vielen Dank. Unbedingt seinen Kanal auschecken. Er ist, wie gesagt, du hast den allergrößten Kanal. Er gibt sich sehr, sehr viel Mühe. Dann Home vielleicht Workout. Noch ganz ja, kurz. Und natürlich Daniel Gildner, Sportwissenschaftler. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefallen habt. Es werden zukünftig weitere Live-Trainings kommen mit größeren YouTubern. Schreibt es bitte rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja. Viel Spaß beim Super Bowl. Genau. Und einen guten Start in die Woche. Und viele Gains. Wir sehen uns. Haut rein.